Wir befinden uns in dem Coworking Space. Hier sehen wir eine Kollegin, die Elena Siebrecht, die Projektleiterin hier dabei. Die sitzt hier in dem Coworking Spaces, wo, da nicht so viele Startups hier dabei sind, noch, sage ich mal. Aber es gibt hier 10 Arbeits-Coworking Spaces für alle Gründer, Gründerinnen der beiden Hochschulen, die Ihnen kostenlos zur Verfügung stehen. Jeder kann diese Räumlichkeiten oder diese Arbeitsplätze nutzen, kostenlos und mit Corona-Komfort, wie Sie gerade das sehen. Dann in der ersten Etage, wo wir jetzt gerade gehen, ist unsere Büros und Coworking oder Workshop-Raum für unsere Workshops. Für ein paar von Ihnen, die Sie das noch nicht wissen, wir sitzen in dem historischen Gebäude der Waschen Fabrik hier in Geisenheim in Winklerstraße 100b. Daher, Sie können jederzeit zu uns kommen. Nun sind wir in dem ersten Stock, wo unsere Büros sind. Hier ist ein Büro, wo zukünftig einem Gründer gegeben wird. Jeder von Ihnen kann sein. Sitzt hier aber die Kollegin Helena von Röder, die die Begleitforschung zum Betriebsnachfolge macht. Dann gehen wir zu dem nächsten Büro, wo die beiden Kollegen hier sitzen, der Christoph Munk, der Projektleiter für Business Development hier ist, und der Tim Ickes, der die Begleitforschung zum Thema nachhaltige Finanzierung in dem Team macht. Dann gehen wir zu dem letzten Büro hier, auch ein Büro von uns, wo die Kollegin Mathilde Krügel hier sitzt. Sie unterstützt das Team und hilft das Team bei verschiedenen Aufgaben dabei. Dann hier ist die Küche. Es ist eine Küchentheke hier für alle Gründer, die hier sitzen. Da können wir zusammen kochen oder Kaffee kochen auch für eine kleine Pause zum Applaudieren ist nicht schlecht. Dann ist hier das letzte Büro oder der letzte Raum, der Workshop-Raum, wo unsere Workshops hier stattfinden werden zukünftig, wenn alles wieder normal ist. Wir bieten hier verschiedene Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen für Gründer und Gründerinnen, um sich kennenzulernen und zu unterhalten. Wie Gründungsfabrik Brunch zum Beispiel alle 6 bis 8 Wochen, also von Gründer zu Gründer. Und dann wir bieten Wettbewerbe, damit dann die Gründer ihre Ideen präsentieren und am Ende des Tages einen kleinen Preis zu gewinnen.